Warum Nationen scheitern, die Ursprünge von Macht, Wohlstand und Armut von Daron Acemoğlu und James A. Robinson. Jonathan, warum empfiehlst du dieses Buch und denkst, dass das die Welt verändern könnte? Ich glaube, in der Zukunft müssen wir eine Gesellschaft aufbauen, die Reichtum gut verteilt. Und wie der gut verteilt ist, das können die beiden Autoren sehr schön sagen. Und zwar zeigen sie es einfach an, nicht durch irgendwelche Ideologie, sondern einfach an Beispielen der Geschichte von Nord- und Südamerika, Nord- und Südkorea, Ost-West-Deutschland, dass Gesellschaften, in denen die Individuen frei sind und ihre Talente entfalten können, immer reicher sind. Und ich glaube, das sollten wir uns zu Herzen nehmen und die Welt ein bisschen freier und gerechter machen. Du warst doch auch eine Zeit lang irgendwie im Ausland. Wo warst du nochmal? Ich war in Argentinien, Marokko und Indien länger. Was hat das mit dir gemacht? Ich meine, du bist erst 19, das muss man auch dazu sagen. Das heißt, du warst noch da, wahrscheinlich als Minderjähriger, oder? Ja, ja, genau. Ja. Ich weiß nicht, es ist halt sehr interessant zu sehen, vor allem in Indien gibt es halt extrem viel Handwerk. Also alle machen noch Schuhe selber und pflücken den Reis mit Händen und solche Sachen. Und das ist auf der einen Seite sehr, sehr romantisch. Aber wir haben dann auch mal mitgearbeitet und das ist dann sehr, sehr anstrengend. Und ich glaube, dass wenn wir gucken, dass wir Menschen Jobs suchen, Arbeit suchen, die wirklich Spaß macht, dass es dann ganz schön vorangeht und das Leben für uns alle schöner wird. Vielen Dank für diese Spende, lieber Jonathan. Warum Nationen scheitern, die Ursprünge von Macht und Wohlstand, Armut, jetzt im 99 Bookstore.